mir, die Kisten zu verschieben? Nimm schon gar nicht mehr du auf. Bist doch stark, oder? Wir müssen die Kisten auf die bunten Quadrate schieben. Es ist schwieriger, als es aussieht. Die Reihenfolge ist nämlich sehr kompliziert. Ach ja, die Kisten lassen sich nur schieben. Du kannst sie also nicht ziehen. Viel Glück! Und damit willkommen zurück zu Voll Lego Extreme Stunts. Zeug. Genau, Zeug. Wir haben jetzt den extremsten Stunt überhaupt, ne? Wir müssen Kisten schieben. Ja. Geiler Stunt. Hä? Was genau du hast schon verkackt, du hast die gelbe ins Boden geschoben. Ich glaube, das solltest du nicht tun. Ja, das stimmt, du hast es wirklich schon. Du ja, musst neu das machen. Ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, du musst die gelbe und die rote bis nach hinten bringen. Anspruchsvoll, anspruchsvoll. Ja, ich weiß, wie du das machst. Tu es. Weiß, ah, wie du es jetzt habe ich es kapiert. Schieb die rein und dann schieb die blaue nach rechts. Und dann über die grüne rüber. Ich weiß. Genialer Plan. Ja, und dann läufst du von da hinten und schiebst die grüne ein zur Seite und dann kannst du die grüne da hinten ins Wasser schieben. Und dann musst du nur noch... Oder du machst es so, das geht. Das vielleicht sogar und dann einfach. So und dann durch da, ne? So geradeaus. Ja, einfach rüber. Blub. Oh, und dann ins Wasser. Yay. Jetzt kannst du gelb und rot dabei nicht drüber schieben. Cool. Du musst aber beide Kisten... Hm. Mich macht gerade was stutzig. Was denn? Ich hab's schon wieder verkackt. Nein! Nein, ja. Verkackt. Das meinte ich. Er kann nämlich die gelbe gar nicht. Also, ich kann die gelbe nicht verschieben. So. Ja. Die grüne Auflänge hinterher. Ja, man muss einmal direkt zum Gelb machen, einmal direkt zum Roten. Nee, du kannst den zweiten Weg, den kannst du da außen lassen, das ist okay. Nur der eine muss halt direkt zu Gelb gehen, das stimmt schon. Stimmt, du hast recht. Ja, und dann passt das. Ja. Und jetzt einmal durch, so ist es geschafft. Und jetzt außerdem so. Den roten ins Wasser schieben. Oder die gelbe, ja. Die rote ran. Ja, oder so. Wäre auch schön. So. Oh, da hinten lief gerade der lang. Huiuiui. Oh. Huiuiui. Du hast noch 1 Minute 30, du schaffst es nicht. Nein. Was war das denn gerade? Oh, fall nicht. Fall nicht in die gelbe Kiste und mach die kaputt. Du bist hingefallen, du hast verloren. Wieso ist da überhaupt Wasser im Postamt? Oh, Extreme Stunts. Wieso ist da überhaupt Wasser im Postamt? Ich weiß es nicht. Oh, next level. Wo soll hier was hin? Krasse Sache. Ich sehe hier ja, nicht, wo was hin soll. Ne? Bleib, wenn ich es doof erscheine, aber ich weiß nicht, wo hier was hin soll. Die grüne Kiste muss auf das grüne Quadrat. Ja. Da? Aber... Ah! Da, da. Hey, jetzt hab ich's gesehen! Aber das ist ein bisschen schäbig, ne? Zu das den Werkstelligen. Ja, warte. Warte mal, wie machst du das denn am besten? Ich weiß es selber nicht. Doch, ich weiß es. Du musst die blaue erst ganz nach oben schieben, dann ein Stück nach rechts und dann vor die grüne runter. Vielleicht. Ja. Weil die blaue ist oben gegen, weil dann kannst du die grüne auf jeden Fall ja schon mal aus diesem Bereich da rausholen. Ja! Ah, ich weiß, wie ich es mache. Aber wie es dann weit vergeht. Und dann? Nein, nein, ich weiß wie! Ich weiß wie! So, weiter geradeaus, ja. Nein, du musst die Kiste bis jetzt nach rechts schieben. Und weiter und weiter und noch weiter. Nein, das hier noch weiter, bis an den Rand. Nein, nein, nein! Nein, das reicht nicht! Warum? Du musst die ganze an den Rand. Dann doch. Nein, ich meine nicht ganz bis an den Rand, aber 2 Felder Abstand zum Rand. Ja, genau. 2 Felder Abstand zum Rand. Ja. Ach so, jetzt, ja, klar, danke. Dann kannst du von da nämlich rüberlaufen.
Ja. Also die grüne schieben und dann halt. Ja, die da grüne muss ich ja hier weiter schieben, klar. Für alle, die das Spiel erst ab jetzt angucken. So. Das Spiel verläuft nicht immer so. Nein. Das ist nur gerade jetzt. Ja. Sonst macht man wirklich extreme Stunts. Genau. Sonst springt man selber über das Wasser. Ja, genau. Boah, jetzt hast du es. Wie viel Level gibt es? Boah, fall nicht. Ja. Nein. Und du hast es gleich geschafft. Du hast es gleich geschafft. Ja. Da. Cool. Und das nächste Level. Oha. Ja, geht das aus oder was? Lockt auch. Vielleicht ist ja bei drei Leveln vorbei. Oh nein, ich schon nicht das Level. Doch. Das ist so schwer. Das ist nervig. Okay. Nee, so gut. Du hättest es auch anders machen können, so, ne? Du hättest die Ecke auch einfach einer rechts ja, und dann runterziehen können. Das wäre also eigentlich viel billiger gewesen. Aber naja, man kann sie auch einmal außen rumschieben, meinetwegen. Du wärst auf die Plattform auch einfach gekommen, wenn die einmal nach rechts geschoben hätte. Also, ich weiß ja nicht, was der umbiegt, Leute. Ja, Captain Obvious. Bleib doch an! Na gut, jetzt hast du immerhin alle Blöcke benutzt, ist ja auch schon mal. Ja, sehr schön. Das Level war irgendwie billig. Ja, irgendwie schon, aber ich muss es natürlich verkomplizieren. Was? Ja. Oh nein, da kommt ja Level 4. Oh. Oh nein. Lalle. Oh nein. Was macht man da? Okay, ich weiß Bescheid. Das ist ja wie Pushy. Ist ja voll einfach, das Level. Ja? Also musst du die Gelbe irgendwie da in dieses vierer Wasserbecken reinkriegen. Aber, das Problem ist, da rein. Ja. Das ist ein bisschen problematisch. Nun, das ist wirklich ein Problem. Ich glaube, du musst dafür durchs Wasser rennen. Automuster weg. Ach so, ja, aber nicht ins Wasser. Einfach so rumschieben. Ja. Aber nicht. Ist ja eigentlich, ach, ist ja eigentlich auch wieder voll billig. Ja, gut, du hast die Lösung natürlich gleich gesehen, weil du. Yeah. Uiuiui. Ah, das ist natürlich sehr schön. Das ist natürlich erste Sahne. Jetzt ins Wasser fallen. Pluck. Ich glaube, das hier. Ja. Kistenterror. Ja, genau. Mit einem Level scheitert, muss man wieder ganz vorne anfangen. Man muss das nicht mal machen für dich. Aber ich will alle Karten. Ja, ist einfach nur. Aber es ist cool. Also ich meine, ja, wenn man diese Sachen macht, ne? Ja. Mit Level 5. Ja, natürlich. Yeah. Was ist, wenn das? Was ist, wenn das bis Level 100 geht? Das wäre sehr lustig. Ich sehe nur einen roten Block. Nein, du musst den blauen erstmal nach oben. Kann sein, dass der hier. Du musst den blauen erstmal nach unten schieben. Ja. Das ist der eine rote, ist wahrscheinlich Bonus. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Ey! Rein, zuerst. Erstmal musst du den roten da weg. Ja, erstmal den gelben. Den einen gelben kannst du schon reinmachen, theoretisch. Aber ja, okay. Erst den roten. Ja. Obwohl, wäre ich jetzt eigentlich auch egal, aber okay, fällt mir ein. Erst die gelben, erst die beiden gelben. Gelb. Das ist ja billig. Ja, eigentlich ist es voll billig. Ja.
das Spiel verarscht uns. Das erste Level war das schwerste. Da liegt oben ein Brief auf dem Boden. Willst du das aufheben? Der liegt da schon die ganze Zeit. Wäre lustig, wenn es mehr werden würden. Nein! Aber das wäre echt lustig. Ich fand es vorhin auch in eine andere Richtung gefangen oder so. Echt? Das sieht einfach aus. Ich glaube, es ist vorhin von unten nach oben gefangen. Das sieht sehr einfach aus. Ja. Nee, warte mal. Nein, ich kann guck nicht mal die beiden Kisten an, die da oben stehen. Wieso darf ich die denn nicht mehr verschieben, wenn die auf dem Ding stehen? Ich sag ja, das ist so. Ah. Nein! Oh, ich dachte schon. Ich hatte gerade richtig Angst. Ich dachte auch gerade, du bist das von Anfang an. So, jetzt mal überlegen. Du musst erstmal den einen roten. Nee, nicht den. Den anderen roten Block oben ins Wasser spielen. Den rechts. Ja. Weil, damit du nach innen kommst. Ja. Nein! Warum? Ach doch, reicht ja schon. Ja klar! Ach, reicht ja schon. Guck dir von oben an. Das ist eine Trollmap fürs erste Mal, aber danach nicht. Wir haben hier geschafft. Ja, das kannst du nicht lösen. Du kannst es nicht mehr lösen. Oh, jetzt kommt. Wollen die mich verarschen? Wieso geht das noch weiter? Ja. Ja. Ne? Und so. So. Look. Was die richtige Richtung war. Ich glaube, das war nicht unbedingt so toll. Aber egal. Nee, geht eigentlich alles. Ja, ja. Jetzt muss aber. Jetzt. Die rote muss sein nach hinten. Bitte? Nee, geht doch so, geht doch so. So. Du kannst auch die grüne. Das geht auch. Schieb ja. Erst die grüne ganz runter und pack die dann rein oder so. So! Ja, oder erst die. Genau. Oder erst die, okay, das geht auch. Genau so. So macht man das heutzutage. Ja. Das ist damals gewissen, wie ich versucht habe. Ich weiß noch damals. Da waren die Rätsel noch viel schwieriger. Ja. Doch. Nein! Nein, die kann man ja nicht mehr verschieben. Wieso ist das denn noch? Wieso geht das nicht mehr? Das hat wahrscheinlich 10 Level. So. Das müssen doch... Das gerade nicht mehr. Die rote Kiste. Weil die Kisten, wenn die auf dem Grün sind, kann man die ja nicht mehr verschieben. Egal. Die andere, die zweite Grüne hat ja nicht von unten reinschieben. Ja, schon wieder gefailt. Guckt euch mal die. Du darfst die Grüne nicht als erstes nach unten schieben. Guckt euch mal die beiden Kisten an. Die 3D-Kisten. Die sind cool. Nee, sind die bei dir auch so? So war. Ja. So, was habe ich jetzt nicht 3D jetzt halt. Zuerst nach unten ja, schieben, ja, das stimmt. Das sind bei mir auch. Ja, okay, okay. Ich war schon gerade wieder bei der Variante von, naja, dass du quasi dann nicht mit reinkommst. So, aber alles. Geht ja. Ja, ich hatte auch schon gedacht. Oh, jetzt schon. Ein bisschen Panik. Ja. Hm. Die Mitte erst nach oben ist egal eigentlich. Ja, mit dem Boden ist ja jetzt völlig groß. Ja. Ja. Und jetzt so gleich irgendwo aus, dass ich die Wand fahren kann. Boah, du hast gleich geschafft. Ja. Und dann so, oh, es ist. Und dann so, oh, vielleicht ist es doch nur 20. Oh, nur 30 Level. Genau so. So ist das dann. Wahrscheinlich hat das Spiel einfach 100 Level. Okay, das ist einfach nur, haben einfach, das hat einfach man nur die, zum Trollen auf. Hat man die ganze Zeit nur das Spiel im Spiel gezockt, ne? Oh man, heftig. Ich sehe gerade nicht die Schwierigkeit von diesem Level. Ich auch nicht. Hm. Also es erscheint mir eigentlich recht simpel, wenn du da immer unter den schwarzen Feldern so ein bisschen lang schiebst, den blauen Block.
dann sieht das eigentlich recht chillig. Große Probleme. Naja. Ach, schön. Den würde ich noch einen weiter nach links schieben, ne? Vielleicht. Ja, dann kannst du außen rum. Kannst du da außen rumlaufen, dann musst du ja nicht ewig weiten Wege rennen. Ja. Das macht es vielleicht etwas einfacher. Jetzt zum richtigen Mitdenken. Obwohl, nee, passt eh nicht. Da wäre ja eh der schwarz. Okay. Das heißt, da müsstest du sowieso den großen Umweg dann laufen. So, geschafft, war nicht yeah. Schwer. Oh, ja, war chillig, ne? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Level 9. Warum haben die so einen Pfeil? Warum haben die so einen Pfeil? Das machen wir gerade auch zu schaffen. Das ist so einfach, das kann nicht anders. Die lassen sich nur nach... Nur in eine Richtung schieben vielleicht. Ja, nur in die Pfeilrichtung. Ja. Aber das versuch mal das anders. Auch nicht schwieriger. Nee. Weil du schiebst du trotzdem einfach. Ah doch, das macht's halt. So, jetzt hast du jetzt kann. Natürlich kann ich das doch schaffen, willst du. Wie denn? Ach ja klar, stimmt. Rein. Logisch, ja. Man kann ja da drüber. Ja. Oh Mann, ja. Und jetzt die aus Versehen flog ins Wasser. Ich darf in die Runden durch. Ich glaube, die Folge ist bestimmt auch fast wieder vorbei, ne? Ja, ich glaube auch. Die Folge ist schon seit 2 Minuten vorbei. Das ist die Steinfolge. Ja, aber ich mach das hier zu Ende. Ach komm. Nee, wir machen nach 90, damit wir dann die Überraschung haben. Nee, wir machen so dann die Überraschung, ob dann in Level 10 plötzlich das letzte Level erscheint. Ja. Noch 20 gibt. So ein Cliffhanger. Obwohl es dann übelst aufregend, weil es 100 Level sind. Ja, genau. Herzlich willkommen zur Folge 50. Wir sind von... Wir sind hier immer noch dabei, die Leute zu beschreiben. Wir werden auch wahrscheinlich nicht so schnell fertig. Also schaltet dann in den nächsten 20, 30 Jahren nochmal ein. Ja, genau. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Könnt ihr meinen Kanal abonnieren, hier kommt jetzt jeden Tag das gleiche. Schieben kommt hier. So. Ja. Kisten schieben Deluxe. Liebe Freunde, heute präsentiere ich euch ein neues Spiel von Kisten schieben. Ein neues Level Kisten schieben. Auch mit... Diesmal auch mit lila Kisten. So. What? Das ist Level 10. Was jetzt soll dieses Level? Ey, lass mal vor nein. Der letzten. Lass mal bevor wir vor die letzte Feld. Finale Kiste genau. Reinschieben. Lass mal ja. Beenden. Ja. Finde ich gut. Ja, ja genau. Ja. Das klingt nach gut. Ja. Ein Feld da. Das aus Versehen zu weit. Genau. Und jetzt. Junge. Dieses Level war irgendwie auch billig. So, und jetzt beende ich hier die Folge, denn wir sind schon 4 Minuten drüber. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn spannend. Wir dieses Level vollenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielleicht. Hey.